Im zweiten Teil des Kapitels zur Erklärung der Funktion SummenWinS zeige ich Ihnen nun noch abschließend ein weiterführendes Beispiel. Aufbauend auf der Tabelle vom letzten Video ist hier zusätzlich eine Spalte mit der Mitarbeit bzw. Teamarbeit der Schüler eingebaut worden. Das heißt, beim Aufbau der Funktion muss nun zu den anderen schon vorhandenen Kriterien auch noch dieses Kriterium mit einbezogen werden. Bevor Sie hier aber richtig loslegen können, sollten Sie sich unbedingt das letzte Video anschauen. Nur dann können Sie sicher sein, das hier Gezeigte richtig zu verstehen und auch nachvollziehen zu können. Momentan haben Sie in Ihrer Formel 3 Kriterien, die bei der Berechnung berücksichtigt werden. Die Bonuszahlen von 20 Euro werden in der Formel immer dann herangezogen, wenn die Note 1 bzw. 2 erreicht wurde. Zusätzlich ist es dann aber auch noch über die Eingabe in Zelle H4 möglich, die Auswertungen explizit für die einzelnen Schulfächer vorzunehmen. Soweit so gut. Um nun aber auch noch in der Formel festzulegen, dass es nur zu einer Bonuszahlung kommt, wenn die Mitarbeit bzw. Teamarbeit mit OK in der entsprechenden Spalte angegeben ist, können Sie dies ganz einfach über eine Erweiterung der schon bestehenden Formel hinbekommen. Klicken Sie hierfür in die Zelle G4 und rufen anschließend dann diese Formel zur Bearbeitung auf. Jetzt klicken Sie das letzte bestehende Eingabefeld und drücken anschließend dann die Tabulator-Taste. Unter Kriterienbereich 3 geben Sie zunächst wieder den Bezug ein, den Sie nachher im nächsten Eingabefeld unter Kriterien 3 durch Eingabe des Begriffes OK dann als Suchkriterium festlegen. Hier im Beispiel ist dies der Bezug F5 bis F62. Drücken Sie dann erneut die Tabulator-Taste und geben Sie in Anführungszeichen gesetzt OK in das Eingabefeld Kriterien 3 ein. Nun sind Sie schon fertig mit der Hinzunahme von diesem Kriterium. Auch das Formelergebnis können Sie sich wieder in der Vorschau betrachten. Zur endgültigen Übernahme der Formel klicken Sie nun auf die Schaltfläche OK. Auch hier können Sie, wie im letzten Video auch, das Schulfach austauschen und schon wird die Formel dementsprechend neu berechnet. Möchten Sie wieder die Schulfächer aus einem Dropdown-Listenfeld auswählen, machen Sie es genauso wie wiederum schon im letzten Video gezeigt.